wie schön! Es ist wirklich noch schöner als auf dem Bild. Gehen wir. Es ist ein langer Weg bis zu deinem Großvater. Und binde dir dein Tuch um. Tante Dete, sieh mal, wie hübsch es hier überall ist. Wirklich hübsch, ja, du hast recht. Da kommt sie. Das ist das Mädchen, das beim Almöhi leben soll. Hört sofort auf. Begrüßt ihr etwa auf diese Weise unsere Gäste? Das war nur Spaß, Herr Lehrer. Karl, du gehst sofort nach Hause. Ja, Vater. Es ist sinnvoller, ein Buch zu lesen, als dumme Grimassen zu schneiden. Darf ich etwas trinken? Dort aus dem Brunnen? Natürlich. Warum denn nicht? Was, Dete? Dich habe ich ja ewig nicht mehr gesehen. So eine Überraschung. Was führt dich denn zu uns? Nun ja, mir wurde eine Stelle in Frankfurt vermittelt. Von einer wohlhabenden Familie, die ich aus Bad Ragaz kenne. Das sind wirklich nette Menschen. Ich bringe Heidi hoch zu ihrem Großvater und ich... Du willst Heidi zu dem alten Grieskram bringen? Aber niemand weiß, was er da oben für ein Leben führt. Der spricht schon seit Jahren kein Wort mehr mit uns. Mit seinen buschigen Augenbrauen und dem furchteinflößenden Bart sieht er aus wie ein Bär. Ja, schon. Aber er ist nun mal ihr Großvater. Trotzdem wird die Kleine sich schrecklich vor ihm fürchten, wenn du nur wüsstest, was man sich über ihn erzählt. Aber mir ist egal, was die Leute sagen. Wie kannst du ihm nur trauen, nach dem, was mit Tobias passiert ist? Es ist die einzige Möglichkeit. Seit dem Tod meiner Schwester habe ich alles gegeben, um für Heidi zu sorgen. Mein Leben, meine ganze Kraft. Und jetzt verdiene ich es endlich wieder, etwas Zeit für mich zu haben. Oh, es tut mir leid, Dete. Ich wollte dich nicht... Auf Wiedersehen, Bärbel. Heidi? Heidi! Wo steckst du denn schon wieder?